Ja. Hallo, wir haben in der letzten Folge eine schöne Sequenz gehabt. Was ist hier am Vortag passiert, beziehungsweise am Vorabend? Die wilde Jagd war hier. Und der Hendrik, den wir eigentlich aufspielen sollten oder aufsuchen sollten, der ist anscheinend nicht mehr. Das werden wir uns mal jetzt hier genauer angucken, ob er oder ob er nicht ist. Zumindest haben wir hier eine Leiche. Da haben wir auch noch was. Und schauen wir uns das hier mal an. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Schauen wir mal in den Stiefeln nach. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ja, hat ja. War ja bombig. Aber die anderen Sachen können wir uns jetzt nicht angucken, oder? Nee. Was haben wir hier? Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Oh. Abgeschlossen? Nee, aufgeschlossen jetzt. Okay. Dann hat er sich bestimmt wieder verletzt, wären wir hier runtergesprungen. Gegenstände. Fläschchen sind immer gut. Was haben wir hier? Vermisst. Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Okay. Interessant. Noch eine Geheimtür. Aber schauen wir erstmal, was hier noch ist. 110 Kronen. Und was haben wir hier? Ein Buch. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht, betrunkenes Schwein, Kampf mit einer Hexe. Vorsicht ist angebracht. Na, hören wir uns mal an. Ich hoffe, wir können uns alle anhören. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Oh. Meidet den Kontakt mit anderen. Das sind wohl wir. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter, oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Mhm. Kampf mit einer Hexe? Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Hm. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht.
Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Das wird noch interessant werden. So. Hier hat es natürlich jetzt wieder neue Quests geregnet. Und wir schauen mal, was es gibt. Wir haben mehrere Quests in der Hauptqueste. Nebenquests. Ups. Wildes Herz. Sammelquest mit den Gewinnkarten. Spiele gegen Wirte. Okay. Du kannst nicht vorbei. Das kommt dann später automatisch. Hexeaufträge haben wir noch, den richtig fetten. Und natürlich den einen Fehlschlag. Ah. Den lassen wir mal als Andenken. Und ich würde sagen, wir machen dann die Quest mit dem wilden Herz. Schauen uns mal an. Ach, das ist ja hier fast in der Nähe. Und da können wir sogar hier einen nicht erkundeten Ort hoffentlich mitnehmen. Automatisch, versteht sich. Ach so, Moment. Hier liegen ja noch ein paar Leichen. Ne, das waren die, genau, die tollwütigen Hunde. Und schauen wir uns das mal an. Das Dorf ist sowieso leer. Also hier wird sich nichts finden lassen. Galoppieren geht auch mit dem automatischen Wegverfolgungssystem. Das ist gut zu wissen. Muss man nicht die ganze Zeit aufpassen. Höchstens dann, wenn es Weggabelung gibt. So. Aua. Aua. Dass die immer gleich los angreifen müssen. Doch nicht normal. Oh. Dreckiger Bastard! Los, meine Lieben! Die Arbeit. Scheiße! Ach, da war ein Baum im Weg. Also die Bogenschützen sind wirklich vom Arsch. Das ist, muss ich einmal sagen. Weg mit dir. Alles einsacken. Meteoritenerz. Okay. Schatzjäger-Gabeson. 22 Kronen. Noch irgendwas hier?
Gegenstände, das war's. Okay. Weiter zur Quest. Weitgereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Wie bist du denn drauf? Du brauchst wahrscheinlich Prügel, oder? Komm schon, Plötze. Und wer die Tochter des Barons findet, hier. Der soll belohnt Vielleicht werden. Sehe ich Hannah ja. Will der Baron nicht eine neue Tochter? Ich könnte soll ein paar entbehren. Ich habe einen Sohn übrig. Söhne sind besser, stärker. Solange die Schüssel voll ist, nicht meine Schuld, dass er unter den Wirten begraben liegt. Darum musste er auch den Helden spielen. Haben wir den nicht vorhin verprügelt? Der sieht doch genauso aus. Ja. Was gibt's, Grauer? So. Nielen. Hallo. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Dann suchen wir doch mal. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Bleibt. Zeitformen sind so eine schwierige Sache, besonders wenn man vielleicht... Oh, mal gucken. Du suchst Ärger. Nein. Ich suche... Glenna. Hallo, Glenna. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas, tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Vielen Dank. Leb wohl. Wäre möglich. Kommt Tante Hannah, siehst du meine Mutter? Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden.
Früher habe ich Schwerter geschmiedet, jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Weißt du was über Hannah? Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Wer war denn mit ihr mit? Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hanna. Ich konnte sie nicht erkennen. Okay. Vielen Dank. Lebt wohl. Dann suchen wir mal. Aber vielleicht können wir hier ganz kurz... Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich. Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Haben wir denn überhaupt was zum Anfertigen? Boah. Aber das ist noch sehr weit. Aber wir haben hier auf alle Fälle bessere Stahlwaffen. Die wir uns als Eisenbahn. Ein Eisenbahn brauchen wir. Eisen. Erfolgreich hergestellt. Das freut mich. Und dann holen wir uns hier das Stahlschwert. Sauber. Bis dann. Und das legen wir auch gleich an. Und können den anderen Kram auf die Schnelle hier noch verkaufen. Was denn? Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Haben wir wieder einen Sattel bekommen? Oh, der ist verbessert. Scheuklappen. Oh. Sekundarwaffe. Beil. Wohin gelangt eigentlich eine Sekundarwaffe? Das ist mir schon ein paar Mal hier untergekommen. Bis dann. So, aber erstmal den verbesserten. Ja. Also Crap. Und die Scheuklappen. Geht nicht so schnell durch. So. Und hier das mit dem... Ah, okay. Meine Muskeln? Ja. Au. Nicht so schnell, Plätze. Na dann, auf geht's. Und wir speichern einmal zwischen. Und wir sind schon wieder vorbei. Ach. Nicht wahr. Ah.
Ja, wir treten auch in alles rein, was es hier gibt, oder? Ist auch noch dran. Oh, du auch, komm. Durchweichte Nachricht. So, dann hätten wir das. Pferd, Plätze. Los, lauf! Viehzeug hier. Wolfsrudel hier. Was ist das? Hexer? Oh. Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ach, guck an. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mach mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren, nach vorne schauen. Das ist aber seltsam. Das stinkt doch. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Auftrag ist Auftrag. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Hatten wir aber Glück hier mit dem Fundort. Das war kein Mensch. Schnitte. Von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen.
Also auch kein Wolf. Langsam wird's interessant. Klauenspuren. Sie sind tief. Oh, Freude. Das muss ich nach seiner verwesenden Leiche wissen. Sprichwörtlich. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Ein Werwolf. Blut- und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Was haben wir hier? Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Dann ab. Durch den Baum. Im Kreis. Da lang. Da lang. Da durch den Baum. Oh, was dreht der für eine Pirouetten hier? So ein Geräusch. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Oh, da ist noch eine Hütte. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Noch sind wir richtig. Was ist das hier? Ach, eine Schnellreisestation. Finde das Lager. Armbrust. Gesellenrüstungsreparaturset. Okay. Aber wir haben eine Armbrust erhalten. Das ist schön. Eine bessere. Jo. Eine etwas bessere. So. Notizen. Von wem die wohl sind? Geheimnisvolle Notizen. Die schauen wir uns gleich an. Schlüssel benötigt. Okay. Dann gucken wir uns mal die geheimnisvollen. Nee. Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hanna. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache. Sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen, eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militele, wache über alle, die zu nahe kommen. Hm.
das Ding ist hier verschlossen. Finde das Lager des Werwolfs. Drüben. Da ist doch... So, die roten Pfeile haben doch irgendwas mit oben und unten zu tun gehabt. Ein Bär. Jetzt sehe ich nicht mehr. Okay. Ist da noch einer? Ja. Was ist das? Ach, sieh an. Du ahnst es nicht. Was uns hier erwartet. Na. Warte auf den Einbruch der Dunkelheit und durchsuche das Versteck. Oh, hier sind bestimmt nette Sachen dabei. Hups. Wolfsbann, Hasenfell. Aber mehr ist ja. Okay, also Einbruch der Dunkelheit. Sollte eigentlich passen, oder? Oh. Was jetzt, du? Mit Wölfen. Oh, 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 oh. Ich muss das mal regenerieren. Meine Fresse. Das
So, jetzt ist nur noch er. Puh. Nein, halt! Tu ihm nichts! Ach. Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn! Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Ah. Oh. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ja, ja. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Okay. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Ja. Was nun? Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Gut, da hätten wir jetzt den Schlüssel. Ah, das war natürlich, also das war krass. Die Frage ist, was wäre passiert, hätte man ihn verschont? Beziehungsweise sie und ihr geholfen. Ja, ich weiß nicht. Nee, war schon der richtige Weg so. Wenn es auch ein bisschen brutal war. So, eine Jägerhose, Shiadals Rüstung. Gut. Dann meditieren wir noch kurz bis zum Morgen hier. Dann, ja. Ist das erstmal ein Folgenende hier an der Stelle. Zum Sacken lassen der Geschehnisse. Dann bis dann. Tschö, tschö.